Ja, es war die Festplatte. So, da sind wir dann auch schon wieder. Nach dieser, ja, für mich etwas längeren Pause, für euch nur eine Folge Unterschied, sehen wir uns hier wieder und bauen glücklich und zufrieden an unserem Graben weiter. Inzwischen ist die Nacht, jo, auch vorüber, mehr oder weniger. Oha. Dahinter sitzt noch was. Ich habe da gerade noch irgendwas gesehen. Das sah aus. Ach, das war so ein Kätzchen. So. Sammeln wir mal, dass wir hier unten den Graben fertig kriegen. Erstmal die Lücke hier schließen. Alles, was das auch so ein bisschen gerade alles aussieht. Können ja hier nicht so ein Trümmerfeld hinterlassen, wie wir es sonst immer tun. Da wir hier ja noch gegebenenfalls weiterbauen wollen. Und da ist die Schaufel weg. Oh Mann, kein Dreck mehr. Naja, machen wir erstmal hier weiter. Und holen uns jetzt eine neue Schaufel, dann können wir auch gleich verzaubern. Und uns über eine frisch verzauberte Spitzhacke freuen. Ja, genau. Jetzt habe ich euch aus dem einen Stall befreit. Hängt ihr in der. Boah, diese NPCs, die springen auch überall runter. Das ist zum Wahnsinnigwerden, ist das. Was macht der Kuhspawner? Er dreht sich langsam und gemächlich im Kreis. Trotzdem werden wir auch ab und zu mal wieder dann so eine etwas weitere Expedition machen und dort einfach wildlings Kühe abschlachten auf dem Weg, wie wir es immer getan haben. Und uns natürlich auch weiter freuen über Kürbisse. Und wir waren jetzt nicht beim Verzaubern. Kürbis. Wir haben sogar noch eine Schaufel. Troll. Kürbisse, genau. Und uns auch wieder über Kürbisse freuen. Denn wir tun ja so, als würde man Kürbisse nicht anbauen können und sie wären genauso toll wie in der Beta, auch wenn sie das schon lange nicht mehr sind. So. Und jetzt renne ich nicht dran vorbei. Ich werde nicht dran vorbeirennen. So, ich bieg jetzt ab. Ist der eigentlich neu hier, der Kumpel? Nö. Aber der sah mal anders aus. Ah! Und ich renn dran vorbei. So. Und Haltbarkeit, Effizienz. Naja, eine solide Standardhacke. Ist jetzt zwar nichts Besonderes und super Tolles, aber mein Gott. Bist du eigentlich männlich oder weiblich hier? Naja, soll mir auch egal sein, was du bist. Du bist ein NPC und bald, wenn ich wieder mein Texture Pack nehmen darf, weil ich Misas dann oft benutzt, auch oft genug benutzt habe, um euch glücklich zu machen wieder mal, hab ich dann wieder mein Texture Pack und dann freue ich mich wieder über meine tollen NPCs. Und nicht mehr die miser NPCs, die ich eigentlich noch nie mochte, da sie irgendwie unheimlich aussehen. Ich weiß nicht, die sehen mir einfach zu menschlich aus. Also zu richtig menschlich. So. Dann hier ein bisschen Korrekturarbeit leisten. So. Da einen rein. Den mitnehmen. Die zwei noch weg. Schön. Damit sollten wir jetzt ein schönes Stück hinkriegen. So. Ich muss auch noch ein Vogelhaus bauen auf dem Server. Jetzt in der nächsten Zeit.
Weil der Server wird ja eh erst lange nach dem Let's Play geupdatet. Sind ja dann immer die Momente, wo ich lieber Let's Player als auf dem Server spiele, weil es hier so viele neue Möglichkeiten gibt. Sobald ich dann irgendwie den Server abgedatet habe, fällt mir auf, ja, das hast du jetzt alles schon irgendwie fürs Let's Play verballert. Und jetzt fällt dir nicht ein, was du auf dem Server bauen kannst. Ah, das macht ja nichts. Die Welt ist mir eh die liebste. So. Dann machen wir hier noch einen schönen Übergang rein. So. So. Dann sieht das auch natürlich aus, obwohl wir die ganze Fläche hier abgeerntet haben. Da oben diese eine Spitze in der Landschaft nehmen wir auch noch mit. Die kann eigentlich weg, die stört eh nur. Und irgendwann müssen wir hier hinten auch mal was hinklatschen. Ich hoffe ja, dass es irgendwann nochmal neue Bäume geben wird. Das wäre etwas, was mich persönlich sehr freuen würde. Eine fünfte Art Holz. Obwohl, welche Farbe könnte das haben? Vielleicht braun gestreift mal. Das andere ist ja eher so normal braun, sondern wirklich so mit Maserung. So buchenholzmäßig. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und da, und da, und da. Zäunchen drum machen und dann ist gut hier. Zäunchen haben wir nicht genug, das sehe ich schon. Oh doch, es reicht. Begeisterung macht sich hier mehr breit. Das Schöne ist jetzt, dass wir ein bisschen weniger Futter brauchen. Dadurch, dass wir jetzt schon... Ja, das musste ja kommen. Herbalism so ein bisschen hoch haben, heilt uns das Futter ein Stück weiter als zuvor. So, und da ein hin. So, jetzt lassen wir die Schafe auch noch zur anderen Seite abhauen. So. 1, 2, 3, 4. Ach Gott. Ah, renn ich dir fast in die Arme, du. Du Unhold, du Schuft, du bösartiger Wicht, du. Insert random Beleidigung hier. Na. Wir hätten dich aus dem Feuerwerkssortiment gelassen. Ich hätte gern so einen Creeper-Feuerwerkskörper für Silvester. Das wäre übelst toll. Ich meine, es wäre doch wohl ein Klacks für unsere zwei großen Feuerwerksfirmen, die wir hier in Deutschland haben, sich mal die Rechte zu besorgen. Ich meine, Mojang ist ja nicht gerade jetzt der Bürokrat, der da Millionen will für seine Rechte. Die sind ja noch relativ human. Von daher könnte man das doch wirklich mal so machen. Übrigens, ich finde das ja witzig, wo wir hier Misa spielen und über Rechte lesen. Ich meine, Mojang ist ja so eine Firma, die sagt sich ja, ja, macht ruhig Geld mit unserem indem ihr Let's Plays macht. Hauptsache, ihr zeigt Minecraft. Ihr braucht gar nicht groß nachfragen, wir erlauben es euch eh, so nach dem Motto. Und dann haben wir da Misa, die inzwischen sogar verbietet, dass man ihre CTMs etc.
gratis in anderen Texturpacks zum Download stellt. Na gut, man weiß nicht, was da vorgefallen ist, ob da Leute wirklich irgendwie Scheiße mit ihrem Texture Pack gemacht haben. Dass sie da jetzt grob immer gesagt haben, ja, das ist von mir, das habe ich gemacht. Und dass deshalb da Misa jetzt so strenge Regeln reinmacht. Das ist übrigens auch der Grund, warum mein aktuelles Texture Pack, also mein Server Texture Pack, nirgendwo zum Download steht. Weil ich darf es einfach nicht anbieten. Es sind die Random Creeper von Misa drin. Es ist Misas Glas drin und von daher ist nicht. Und ich glaube, Misas Kürbisse sind... Nee, Melonen sind drin, genau. So. Oha. Haben wir jetzt noch eine? Ja, wir haben noch Schaufeln. So, dann mal schnell da oben hin und die Reihe noch abernten, bevor die Zeit abläuft. Weil die Schaufel kaputt geht. Oh. Stimmt, das gilt ja nur noch für die aktuelle Schaufel. Naja, dann können wir das jetzt erstmal hier ausbessern. So. Hier möchte ich übrigens auch noch dann das Umfeld so ein bisschen beleuchtet haben. So, jetzt können wir hier eigentlich hochgehen. Und das hier dementsprechend überall hochpacken. Patsch. Wo bist du? Ich kämpfe mit einer Möhre. Das heißt, ich bin unbesiegbar. Puh. Damit das hier noch wenigstens etwas natürlicher wirkt. Nee, du nicht. Du aber bis hier. Und dann das hoch, das bis dorthin. So. Damit sind die Ställe erstmal soweit fertig. Jetzt müssen wir einmal ganz außen drum herum laufen. Wo wir jetzt schon mal so weit gelaufen sind, würde ich sagen, wir fangen jetzt auch hier gleich an mit dem Wasser. Gut, sie sehen uns alle nicht. Eimer rein. Vollschöpfen, ausleeren. Vollschöpfen, ausleeren, das kennen wir ja schon. So was haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Das ist was völlig Neues für uns. So. Jetzt ist natürlich hier der Regen, da sieht man mal wieder kaum was. So. Spinni. Das sieht ja aus wie so eine kleine Giftspinne, nur in groß. So. So und so und so und dann geht's hier gleich steil runter. Und ich möchte irgendwie nicht dort runterfallen, zumindest erstmal nicht. Huch! Zum Glück haben wir eine recht stabile Rüstung dran. Noch. So, jetzt heißt es die untere Ebene weiter ausbauen. Und hier ganz nach unten dann durchgehen. Ah!